Willkommen zur Online-Kinderkirche. Cool, dass du heute wieder mit dabei bist. Wuhu! Marie, wie siehst du denn heute aus? Ja, Martin, wir wollen doch Gottesdienst feiern, das sagt man doch so. Ich habe hier extra alles vorbereitet. Die Girlande, Luftballons. Hier, guck mal, ich habe auch noch einen Partyhut für dich. Das für mich? Ja, dann, damit hier richtig Stimmung ist. Ja, sieht gut aus. Ja, perfekte Partystimmung. Okay, cool. Aber wollen wir nochmal beten am Anfang? Beten? Dafür muss man doch leise sein und vielleicht sogar die Augen zu machen. Wollen doch Party machen hier. Ich habe hier alles vorbereitet dafür. Das ist richtig cool. Also ich glaube, wir wollen richtig Party machen, Spaß haben, tanzen, singen. Aber es ist hier so schon so eine besondere Party oder so eine Gottesdienstparty, eine Feier zur Ehre Gottes. Da kann man doch mal zum Anfang beten, oder was denkst du? Ja, gut, okay. Okay, ich würde sagen, Kinder, wir beten mal gemeinsam. Wenn ihr wollt, könnt ihr in eurem Herzen mitbeten. Macht mal eure Augen zu. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Hier bei uns, bei Marie und bei mir. Und dass du auch bei jedem einzelnen Kind, was jetzt zu Hause zuschaut, dabei bist. Und ich bitte dich, dass wir eine richtig schöne Zeit haben, mit Spaß, aber auch eine Zeit haben, wo du uns begegnest. Amen. Amen. Ja, und jetzt? Gut mitbeten, oder? Ja, jetzt, das war gut, aber ich möchte jetzt auch noch was spielen. Spielen? Ja. Richtig, wer gewinnt, der hat ja gewonnen. Ja, richtig cooles Spiel. Hammer. Gut, Kinder, seid ihr bereit fürs Spielen? Sehr gut, dann macht euch bereit. Wir wollen jetzt spielen und ich habe schon richtig Lust. Ihr auch? Es geht los und zwar spielen mit heute bei mir Zoe einmal und Edem. Zoe, es ist meine Ehre, gegen dich zu spielen. Und zwar geht es heute darum, Knoten einmal zu machen und Knoten aufzupulen. Ihr könnt zu Hause mitspielen. Wir haben hier ein kleines Seil. Es geht genauso gut, wenn ihr kein Seil habt, mit einem Schnürsenkel. Drückt doch einfach auf die Pause-Taste und dann holt euch schnell einen Schnürsenkel aus euren Schuhen. Eure Eltern können das dann hinterher wieder reintüteln. Und dann spielt einfach mit. Also, es geht darum, ich habe hier schon 5 Knoten vorbereitet. Ihr ja noch nicht, aber macht gar nichts. 1, ihr macht jetzt 2, jeder noch... Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. 5, richtig. Oh, ein Glück. Also, ihr knotet jetzt 5 Knoten bei euch in den Schnürsenkel, ihr hier. Und wer als erstes fertig ist, der hat gewonnen. Hast du gehört? Also, ich gebe das Startsignal für euch zu Hause und hier auf die Plätze. Fertig und go. Oh, ey, wusstest du, Rabea? Oh, hier gibt's einen Fan. Die Zoe ist bei den Rangers. Ehrlich? Ja, ich glaube, sie ist im Vorteil. Sie ist im Vorteil. Oh, sie ist so schnell. Ich hab schon. Edem, du musst ein bisschen Gas geben. Nein! Und wie sieht's aus? Wie also, ich habe schon 3. Ich habe schon 3. Schon hab 3? Ich schon gewonnen? Habe ich schon gewonnen? Und Zoe? Hab ich schon gewonnen? Oh, Zoe hat einen kleinen... Fertig! Ah, wir haben eine Siegerin! Da, wir hier haben eine Siegerin, das ist Zoe. Die hat wirklich in einer rasanten Zeit 5 Knoten geknotet. Respekt, Wahnsinn. Zoe. Wie viel hast du geschafft? Also ich habe tatsächlich auch 5 geschafft. Okay, aber okay, es war spät. Knapp. Ein bisschen zu spät. Ja, ein bisschen zu spät, aber es war knapp. Du hast noch eine Chance. Ich habe eine Chance. Ja, und zwar, jetzt machen wir Folgendes. Kinder zu Hause, wenn ihr alleine gespielt habt, macht nichts, behaltet ihr euren Schnürsenkel. Habt ihr zu zweit gespielt, dann tauscht ihr ihn jetzt. Wir tauschen ihn hier auch. Wir tauschen? Ihr tauscht. Rabea. Hast du jetzt lose Knoten gemacht? Also hätte ich das gewusst, hätte ich doch die Knoten viel, viel doller zugezogen. Aber gut, schade, dass ich das vorher nicht gesagt habe. Ja, sehr gut. Seid ihr bereit? So, und ihr zu Hause habt 5 Knoten, müsst Was 5 ist Knoten denn lösen. Das? Hat sie 11 Knoten gemacht? Hast du hier 11 gemacht? Nein. Okay, nicht. Gut. Ich dachte schon. Edem. Also, ich dachte, wir haben hier 10. Wer sie als erstes gelöst hat, der gewinnt. Hier steht es 1:0 für Zoe. Alle Chancen noch auf ein Unentschieden. Mal an, ne? Oh, das ist falsch. Ach, das ist ja ein Frühstart. Das geht nicht. Also, jetzt geht's los. Seid ihr bereit? Auf die Plätze. Fertig. Und ab. Diesmal gewinne ich, Zoe.
Diesmal gewinne ich. Oh. Ach so, Zoe, ich wollte dir was erzählen übrigens. Beide richtig. Ja, ich bin voll da. Ich muss dir was erzählen über den Lobpreis, weißt du? Ja. Aber du musst mal ganz kurz Pause machen, um mir zuhören. Nee, das mal ganz passt gerade nicht. Mal ganz kurz Pause. Nein, ich kann dir auch so Nein. sehr gut zuhören. Nein, aber da verschießt du nicht alles, was ich sage. Doch, ich höre dir richtig gut zu. Nein, da verschießt du nicht alles, was ich sage. Nein. Also wir haben hier eine Stimmung, also, das gibt's gar nicht. Ja. So, wie machst du das? Kannst du das mal genauer erklären? Ich habe gerade keine Zeit, aber ich kann es dir später bestimmt später noch mal kannst du mir erklären? Ja. Nein, aber ich brauch's ja jetzt. Aber jetzt. Wollen wir eine ganz kurze Pause machen? Komm, eine ganz kurze Pause. Drei Sekunden? Zwei Sekunden? Du kannst eine 3 Sekunden Pause machen. Ey, meine Hände zittern. Kinder, zittern eure Hände auch? Oh nein. Mann. Also die Kinder sind schon mit ihren 5 Knoten schon alle fertig. Aber ihr habt ja auch 10. Nein. Ihr habt es richtig toll gemacht. Boah, das ist wir so sind auch gleich zu Ende. Eden, wolltest du eben ablenken und dadurch Zeit schinden? Ja, du hast hab mich durchschaut. Hab da so einen Verdacht. Du hast mich durchschaut hier. Oh, also wir haben hier eine Stimmung und einen Fanclub, das gibt's gar nicht. Ich bin mal gespannt, wer hier gewinnt. Kann man auch die Zähne benutzen? Immer, alles. Alles? Fertig! Zoe hat's geschafft! Wir haben eine Siegerin, 2-0 für Zoe, du hast es toll gemacht. Zoe, du hast richtig, es wirklich toll gemacht. Ja. Respekt. Richtig Respekt. Spitze. Richtig super. Gut. Aber, ja. Ich glaube, Zoe kann ja so einiges, ne? Ja. Aber ich glaube, das hier kann sie nicht. Guck mal hier. Zeig mal. Springseil. Zack. Ach, das kann man naja, auch. Also Moment. Aber es sah schon sehr gut aus. Sehr und doppelt. Gut. Habt ihr gesehen? Und so doppelt. Hoch. Nein, mein Band hat sich wieder verheddert. Ich habe gewonnen. Da, ja, das hast du wirklich gut gemacht, muss man sagen. Aber nein, Zoe hat das eigentliche Spiel hat Zoe gewonnen. Ja, vielleicht Respekt. Machen wir nächstes Mal Springseilspringen. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Da gewinne ich. Hier geht es jetzt weiter auf jeden Fall mit Lobpreis. Und dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Wir freuen uns auch total. Uns kennt ihr ja wahrscheinlich. Aber wir haben ein neues Mädchen mitgebracht. Und das ist... Chaima! Ja, wirklich, mega cool. Ja, wirklich. Okay, wollen wir mit dem Lied immer wieder neu starten? Ja! Dann lasst uns los. Gott ist groß, Gott ist groß, kann alles tun, kann alles tun. Er hat Macht, er hat Macht, und er ist gut, und er ist gut. Gott ist groß, Gott ist groß, kann alles tun, kann alles tun. Er hat Macht, er hat Macht, und er ist gut, und er ist gut. Gott ist groß. Gott ist groß. Gott ist groß. Gott ist groß. Gott ist groß.
Ich kenne da jemanden, der, wenn du ihn nur fragst, auf Schritt und Tritt an deiner Seite ist. Rechts und links, jeden Schritt vor, zurück gehst du mit. Rechts und links, jeden Schritt vor, zurück gehst du mit. Ich geh mit dir jeden Schritt, du kommst überall hin mit. Rechts und links und vor, zurück, du bist da, du bist mein Glück. Ich geh mit dir jeden Schritt, du kommst überall hin mit. Rechts und links und vor, zurück, du bist da, du bist mein Glück. Rechts und links, jeden Schritt vor, zurück gehst du mit. Bin ich nicht allein, werde ich mit dir reden, du wirst bei mir sein. Ohne dich nicht leben, das ist für mich klar. Mein Herz dir zu geben, ich bin für dich da. Ich geh mit dir jeden Schritt, du kommst überall hin mit. Rechts und links und vor, zurück, du bist da, du bist mein Glück. Ich geh mit dir jeden Schritt, du kommst überall hin mit. Rechts und links und vor, zurück, du bist da, du bist mein Glück. Und rechts und links und vor zurück. Okay, das war ja eine richtig geniale Lobpreiszeit. Es hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt freuen wir uns auf die spannende Geschichte. Yes. Hallo, na, wie geht's dir? Hallo. Oh, weißt du was? Mir geht's richtig gut. Weißt du warum? Nee, erzähl mal. Guck mal hier. Seht ihr das? Oh, wow. Neue Schuhe. Habe ich gestern gekauft. Nicht schlecht. Teuer. Und richtig modern. Das sind die, die zurzeit richtig in sind. Und ich habe die. Ist das nicht cool? Ja, das stimmt. Guck mal deine Schuhe an. Ich meine, sind die cool? Ich weiß nicht. Ja, ich also müsste mal wieder Schuhe hier, sauber guck machen. Mal, die sind ja, die sind richtig toll. Ja, die glänzen auch. Die Marke, auch. Die gerade angesagt ist. Sag mal, wo warst du denn im Urlaub? Urlaub, naja, also ich weiß nicht, ob man das richtig Urlaub nennen kann, aber na? Ich war in der Ostsee. Oh, hör auf. Weißt du, wo ich war? Wo warst du denn? In Spanien. Okay. Oh, Sonne, den ganzen Tag. Grüne Palmen, weißer Strand, blaues Meer. Ich bin getaucht, ich bin geschwommen. Es war traumhaft. Wo warst du nochmal? Ja, an der Ostsee. Weißt Ach, du, an der ich, Ostsee. Ich freue mich eigentlich, dass wir uns sehen, weil ich wollte dir was erzählen, weißt du? Du weißt, du also, warst Ostsee, ne? Da, also, nee. Da war ich überhaupt noch nie. Das soll so öde sein. Also, das sagt jeder. Wer fährt denn an die Ostsee? Ja. Also, ich weiß nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Also Spanien, ich muss dir sagen, nach Spanien musst du mal. Schön mit dem Flieger in die Sonne. Traumhaft. Stopp mal kurz. Vielen Dank, ihr beiden, für euer Theaterstück. Kinder, ich muss das jetzt mal kurz hier unterbrechen. Wie geht's euch denn, wenn ihr dieses Theaterstück hier seht?
Würdet ihr gerne die Freundin von dieser Angeberin sein oder der Freund, wenn es ein Junge wäre, von dem Angeber? Ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Und nun stellt euch mal vor, das wäre nicht nur euer Klassenkamerad oder Freund, sondern das wäre euer Bruder oder eure Schwester. Und das würde sie dauernd machen, das würde er dauernd machen, dauernd angeben mit den tollen Dingen, die er hat. Wie würdet ihr euch da fühlen? Also ich glaube, ich wäre echt genervt, traurig, wütend. Also das ist richtig blöd, oder? Wenn der Bruder sich so verhält. Genau so ging es den Brüdern von Josef. Jakob, man nannte ihn auch Israel, von dem haben wir in den letzten Wochen immer wieder gehört. Er hatte zwei Frauen, Rahel und Lea. Und Rahel mochte er besonders. Ja? Die Geschichte davon hat uns Edem vor einigen Wochen erzählt. Und Lea hatte einige Söhne bekommen. Aber Rahel hatte echt lang gebraucht und dann hatte sie ein einziges Kind bekommen, auch ein Jungen. Sein Name war Josef. Und weil Rahel die Lieblingsfrau von Israel oder Jakob war, war Josef auch sein Lieblingssohn. Er behandelte ihn besser als seine anderen Kinder. Das ist eigentlich richtig fies, oder? Wenn Eltern ungerecht sind und einzelne Kinder besser behandeln als andere. Aber bei Jakob mit Josef war das leider so. Schauen wir uns doch mal die Geschichte von Josef in einem kleinen Video an. Das ist Josef. Hey! Josef war der jüngste Sohn von Israel und Rahel. Israel liebte Josef am meisten von allen seinen 12 Söhnen. Tatsächlich machte er Josef einen bunten Mantel, um ihm zu zeigen, wie sehr er ihn liebte. Als Josefs Brüder das sahen, hassten sie Josef. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er aufwachte, erzählte Josef seinen Brüdern den Traum. Er sagte: Hört euch meinen Traum an. Wir sammelten Getreide, als ich plötzlich mein Getreidebündel aufstellte und ihr euch vor mir verbeugt habt. Das ließ seine Brüder Josef noch mehr hassen. Und sie sagten: Du wirst über uns herrschen? Dann hatte Josef einen anderen Traum. Und er erzählte ihn seinen Brüdern und seinem Vater. Er sagte: Hört zu, ich hatte einen anderen Traum und diesmal verneigten sich Sonne, Mond und 11 Sterne vor mir. Diesmal hörte Israel den Traum und tadelte Josef und sagte: Werden sich deine Mutter, Brüder und ich tatsächlich vor dir verneigen? Die Brüder waren noch wütender, als sie diesen zweiten Traum hörten. Israel nahm sich jedoch vor, darüber nachzudenken, was Josef erzählt hatte. Gott hat Josef diese Träume geschenkt. Sie waren ein besonderes Geschenk und sie zeigten tatsächlich Josef etwas über seine Zukunft. Josef hatte ein mega spannendes Leben. In den nächsten Wochen werden wir noch mehr von seinem Leben hören. Also Gott macht ihm ein Geschenk. Diese besonderen Träume zeigen ihm etwas über seine Zukunft. Doch geht Josef klug mit diesem Geschenk um? Ist es wirklich klug, das Besondere, was man hat, so den anderen unter die Nase zu reiben, so damit anzugeben? Guckt mal her, ich habe sowas Tolles und ihr nicht. Guckt mal her, meine Brüder, ihr werdet euch irgendwann alle vor mir verbeugen. Ich glaube, das ist nicht so klug. Solche Freunde mag man eigentlich nicht. Wenn Gott uns Dinge schenkt, dann dürfen wir uns darüber freuen. Das ist richtig cool. Dann dürfen wir auch anderen davon erzählen und begeistert sein. Doch wir sollten vorsichtig sein, dass wir es damit nicht übertreiben, dass wir nicht zu Angebern werden, die immer nur noch von den coolen Dingen erzählen können, die sie haben. Oder die immer nur erzählen können: Guck mal, ich bin so gut in Mathe, du nicht. Ich habe so coole Schuhe, du nicht. Ich. Die nur noch an sich selbst denken und über sich selbst reden.
Solche Freunde, solche Geschwister mag man nicht so gerne haben. Gott beschenkt uns und das dürfen wir mit unseren Freunden teilen. Wenn wir neue Dinge bekommen haben, wenn wir Dinge gut können, dann dürfen wir anderen davon erzählen. Aber wir sollten uns auch die Zeit nehmen, mal nach ihnen zu fragen, ihnen zuzuhören, zu fragen, wie es ihnen geht. Und vor allen Dingen sollten wir nicht uns besser darstellen als sie. Wir sollten uns nicht mit ihnen vergleichen. Wie das geht, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Wir gucken uns nämlich einfach mal an, wie das Theaterstück vom Anfang etwas besser hätte ablaufen können. Hallo, schön, dich zu sehen. Hallo, oh, richtig schön. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ja, das stimmt. Wo warst du denn? Das ist ja klasse. Ach, weißt du, ich war im Urlaub. Oh Mann, in Spanien. Wow, das klingt richtig toll. Das hat auch echt, echt Spaß gemacht. Das war richtig schön, am Strand zu liegen und mal so richtig auszuruhen. War toll. Das glaube ich. Wart ihr auch weg? Ja, also ich war am Wochenende mal mit meinen Großeltern an der Ostsee. Das war auch schön. Da haben schön. Wir Muscheln am Strand gesammelt und Karten gespielt. Also das war auch ein richtig tolles Wochenende mal. Habe ich letztes Jahr gemacht an der Ostsee. Es hat mir super gefallen. Man muss auch gar nicht immer weit wegfahren. Es ist einfach, das ist toll da. Hauptsache. Ja, die Hauptsache ist auch und die Leute, die mit dabei sind, dass man sich mit denen gut versteht. Richtig. Ja. Och, wie schön. Und weißt du was? Gestern war ich in der Stadt. Oh Mann, da habe ich mir einen großen Traum erfüllt. Guck mal. Oh, du hast neue Schuhe. Wow, die sehen cool aus. Ich war ein bisschen unsicher, ob ich sie mir kaufen soll. Aber gefallen sie dir? Ja, die glänzen auch richtig schön. Ja, also du meinst, die kann man gut anziehen. Ja, klar. Oh, das freut mich aber, dass du das sagst. Sag mal, wie geht's dir denn? Ach du, bei mir ist echt einiges los. Oh, was denn? Es gab schon wieder Streit. Echt, oh also, da habe ich echt viel drüber nachgedacht in der letzten Zeit. Naja. Das ist nicht schön. Weißt du was? Hier um die Ecke gibt es ein schönes Kaffee. Wollen wir da mal hin und trinken was? Das ist eine gute Idee. Und dann reden wir mal richtig. Ja. Komm. Gerne. Das war doch schon was ganz anderes. Die Person hat immer noch begeistert erzählt von ihrem Urlaub, begeistert erzählt von ihren Schuhen, aber sie hat nicht mehr damit angegeben. Sie hat sich nicht mehr als was Besseres dargestellt als die anderen. Und das ist, was wir dürfen. Wir dürfen begeistert sein über schöne Dinge, die Gott uns schenkt. Schöne Dinge, die unsere Eltern uns schenken, die uns irgendjemand schenkt, die wir irgendwoher bekommen, die wir besonders gut können. Wir dürfen auch mit unseren Freunden darüber reden. Aber wir sollen auch lernen, auch mal zu fragen, wie es den anderen geht. Mal zuzuhören, was denn bei den anderen so los ist. Und nicht nur an uns selbst zu denken. Das macht echte Freunde aus. Freunde können sich erzählen von den schönen Dingen, die sie haben. Aber Freunde können auch mal zuhören, wie es dem anderen geht. Und helfen, wenn es dem anderen mal nicht so gut geht. Und Gott möchte uns helfen, dass wir lernen, solche Freunde zu sein, dass wir lernen, solche Geschwister zu werden. Geschwister, die auch zuhören können, die Fragen stellen können und die nicht immer nur das betonen müssen, was sie besser können als ihre Geschwister. Möchtet ihr, dass Gott euch dabei hilft, solche Geschwister zu sein oder solche Freunde zu sein, solche Freundinnen zu sein? Ich möchte das. Ich möchte so ein Bruder sein. Ich möchte so ein Freund sein. Und wenn du das auch möchtest, dann werde ich jetzt mal für dich beten. Lass uns dafür doch mal unsere Augen zumachen. Gott, ich danke dir, dass du uns ein guter Freund sein möchtest. Und ich bitte dich, dass du den Jungs und Mädchen, die sich jetzt gemeldet haben, die jetzt zugehört haben, und auch mir, dass du uns hilfst, dass auch wir gute Freunde sind. Dass wir Freunde sind, die begeistert von den schönen Dingen erzählen können, die in unserem Leben passieren, aber dass wir Freunde sind, die nicht immer nur an uns selber denken, sondern auch mal Fragen stellen und zuhören und für andere da sind. Amen. Richtig cool, dass ihr dabei wart. Nehmt das mit. Lasst uns lernen, gute Freunde zu sein. Lasst uns sein Geschwister zu sein, die zuhören. Und nicht nur angeben. Und
Ich bin schon richtig gespannt auf nächste Woche. Dann geht's weiter mit der coolen Geschichte von Josef. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmals schöne Ferien und ich hoffe, ihr habt was Cooles vor. Bis dann. Tschüss.